Etwas mehr als ein gutes Jahr, bevor Kirgisistan, der Vielvölkerstaat, die Schlagzeilen der Medien mit mörderischen Unruhen zwischen den verschiedenen Ethnien bestimmt, begeben wir uns auf die Reise zum Issyk-Kul, dem großen See, aus dessen landschaftlicher Grandiosität Kirgisien noch großes touristisches Potenzial zu schöpfen plant. Abseits der Hauptstraße erreichen wir in Nähe der Provinzhauptstadt Tokmok die Ruinen der von den Karakaniden um das 10. neuzeitliche Jahrhundert gegründeten Stadt Burana. Relativ selten trifft sich der internationale Bildungstourismus in dieser Region und so begegnet uns an diesem Ort auch nur ein kirgisisches Hochzeitspaar, das den großen Tag, so wie es auch zu sowjetischer Zeit üblich war, an historischer Stelle begeht. Der 24 Meter hohe Stumpf eines Minaretts, das einst 45 Meter erreichte, überblickt die Szenerie aus insgesamt 80 Balbals, alttürkischen Grabstelen aus Stein, die aus dem Gebiet der untergegangenen Stadt und von allen möglichen Orten in Kirgisien hier versammelt wurden. Überall dort auf der Welt, wo der internationale Tourismus sich trifft, könnte die große Hotelanlage stehen, in der wir die Nacht verbracht haben. Vom großzügigen Balkon, der zu unserem geschmackvoll eingerichteten Zimmer gehört, blicke ich auf die Einrichtungen der Anlage und auf den See, dessen Ufer von hier aus direkt erreicht werden kann. Perfekte Hotelanlagen wie diese befinden sich fest in chinesischer Hand. Seitdem das Reich der Mitte dem Kapitalismus frönt, haben seine Wirtschaftsstrategen auch das angrenzende Kirgisistan entdeckt, um hier in beschaulicher Landschaft für ihre gut verdienenden, erfolgreichen Einrichtungen aufzubauen, die Urlaubsvergnügen verheißen, verfügt doch der See mit einer Küstenlinie von insgesamt 688 Kilometern zur Hälfte über einen Sandstrand, dessen Annehmlichkeiten auch die Russen schon zu nutzen pflegten. Die mystische Stimmung eines magischen Ortes begleitet unseren Spaziergang durch den sogenannten Steingarten von Cholpen Ata.
Nikolai Mihailowitsch Przewalski war ein Offizier des Zarenreiches, der seine Berufung in der Entdeckung Zentralasiens sah. Im Auftrag der Russischen Geographischen Gesellschaft bereiste er seit 1867 das Innere Asiens. Nicht weit von Karakol am östlichen Ende des Issyk-Kul hat der Sowjetstaat im Jahr 1957 für ihn ein heroisches Denkmal errichtet. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses, in dem Przewalski verstarb. Das Haus selbst wurde zum Museum umfunktioniert. Leben und Wirken des Forschungsreisenden sind Intention der kleinen Ausstellung. Vier große Expeditionen führten Przewalski in den wilden Osten des Riesenreiches. Nachdem er 1867 den chinesischen Grenzfluss Ussuri erkundet hatte, folgten Reisen durch den Tian Shan, die Taklamakan-Wüste, China, Tibet und die Mongolei. Wir sind zurück in Karakol und stehen vor der hölzernen russisch-orthodoxen Kathedrale der Heiligen Dreieinigkeit, die die totale Beseitigung der Religion während der sowjetischen Zeit überdauert hat. Hinter sich die Jahrzehnte, während der sie in Folge zuerst als Tanzhalle und dann als Schule herhalten musste, ist das in typisch russischem Stil errichtete Gotteshaus längst zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Für den Islam chinesischer Prägung steht die Dongganische Moschee. Vollkommen aus Holz und ohne einen einzigen Nagel errichteten aus dem angrenzenden China geflohene Angehörige des Volkes der Dunguren in der Zeit von 1907 bis 1910 ihr Gotteshaus im chinesisch-traditionellen Stil. Nur von 1933 bis 1943 verboten die Bolschewiken den ansässigen Moslems das Gebet an diesem Ort, der mit seinem bunten Dekor für die kulturelle Entfaltung des Islams im fernen Osten steht. Blau, still und friedlich blinkt der große See im Sonnenlicht entlang seiner Südseite auf der Weiterfahrt an seinem gänzlich flachen Ufer. Vor der Fassade des Hotels Autrin im Zentrum von Almaty stellen wir uns dem letzten Reisetag. Ganz passabel erscheint das Gästeetablissement von außen, indem wir in winzigen Zimmern die Nacht verbracht haben. Das Autrin erlebte seine besten Zeiten, als Almaty noch Alma Ata geheißen hat. Nur ein breiter Boulevard trennt das Hotel vom Panfilow Park, wo uns Almatys schönste russisch-orthodoxe Kirche erwartet. Romantisch hinter hohen Bäumen im Kleid des beginnenden Herbstes gewahren wir die in den Himmel ragenden Türme der Heiligen Christi Himmelfahrtkathedrale, dem im Jahr 1907 erbauten ehemaligen Sitz des Bischofs von Turkestan, der sein Prestigeobjekt als Sophienkathedrale bezeichnete. Ganz aus Holz errichtet,
wurde dieses so typisch russische Sakralgebäude, hatte man doch festgestellt, dass Holzgebäude am wenigsten betroffen waren, wenn die Erde der kasachischen Landmasse wieder einmal bebte. Zuletzt war Alma-Ata im Jahr 1887 in Schutt und Asche zerlegt worden. Nicht weit entfernt von der hölzernen Kathedrale erreichen wir das auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion perfekt gepflegte Kriegerdenkmal von Almaty, das an den heroischen Einsatz kasachischer Bürger im großen Vaterländischen Krieg erinnern soll, zu dessen Schlachtfeldern Stalin auch die Genossen in Kasachstan einberief, um für die Ehre der Sowjetunion ihr Leben zu opfern. Nazarbayev, der kasachische Spitzenpolitiker der Gegenwart, der sein Land ansonsten mit Vehemenz in Richtung Westen dirigiert, legt Wert darauf, die Erinnerung an die Zeiten des Weltenbrandes wachzuhalten, und so ist das allzu sowjetisch-russische Denkmal immer noch Treffpunkt für die Bürger der Stadt, die hier auch vorbeikommen, um ganz trivial den Außentermin für ihren Hochzeitstag zu umrahmen. Das terrassenförmig angelegte Almaty, übersetzt die Stadt der Äpfel, legt Wert darauf, dem fremden Besucher wie ein großer Park zu erscheinen, seine ausgedehnten Grünflächen versorgen den Ort, der sich vor den Höhen des Tian Shan ausbreitet, während der mit unerträglicher Hitze einhergehenden Sommermonate mit angenehmer Frische. Der Bus teilt sich die breiten, großstädtischen, im Schachbrettmuster angelegten Straßen mit den ungezählten PKWs, die für den erreichten Erfolg Kasachstans auf seinem Weg an die Weltspitze stehen. Ziel unserer Fahrt ist das schon zu sowjetischer Zeit angelegte Medeo-Eisstadion am Nordfuß des Tian Shan-Gebirges in einer Höhe von 1691 Metern. Die ganz besonders erfolgreichen der Stadt haben sich dort, wo frische Gebirgsluft in intakter Waldlandschaft ein Ambiente der Entspannung verheißt, großzügige Wohnhäuser eingebettet in feine Siedlungen errichtet. Wer hier leben darf, hat alles erreicht, was Kasachstan seinen Bürgern zu bieten hat. Wir spazieren entlang maroder Zugangswege und finden schließlich eine Stelle, die einen Blick auf das eigentliche Stadion erlaubt, auf dessen Eisfläche bis 1988 120 Weltrekorde vor 12.000 Zuschauern im Eisschnelllauf erreicht wurden. Die derzeitigen Sanierungsarbeiten dienen der Vorbereitung für die an Kasachstan vergebenen asiatischen Winterspiele im Jahr 2011. Seit der Stadtgründung pflanzte man in Parks und Gärten Bäume und Sträucher aus allen Ecken der Welt. Bis in unsere Tage gedeihen diejenigen, die in Nordamerika, der Halbinsel Krim, des Kaukasus oder in Fernost beheimatet waren. Hinzu kommt das Wasser, das die nahen Gletscher über Flüsse und Kanäle der Stadt liefern. Reichlich vorhanden sprudelt es aus fantasievoll konstruierten Anlagen wie der des Pusteblumenbrunnens.
Und auch das heroische Denkmal an die Protagonisten der Weißen Armee Russlands, die nach dem Abdanken des Zaren im Jahr 1917 den späteren Sieg der Bolschewiken und die Installation eines Weltreiches ohne Privateigentum zu verhindern trachtete, begleitet schmückend und erfrischend das im Überfluss vorhandene Wasser aus Almatys Hochgebirgskulisse. Einer der gehätschelsten Erinnerungsstätten ist dieser Ort, beabsichtigten doch jene damals, einen Staat zu gründen, der dem Kapital frönen sollte, um den Bürgern zu Macht und Reichtum zu verhelfen. Erst rund 100 Jahre später realisierte Kasachstan die Grundidee der Weißen Armee. Nach einem kurzen Blick auf den klassizistisch angehauchten Platz am oberen Rand der Stadt, wo sich der Kulturpalast, eine begrünte Fläche, mit dem Ethnologischen Museum und dem Wolkenkratzer, in dem das Hotel Kasachstan, das mit seinen 130 Metern das höchste Gebäude der Stadt darstellt, untergebracht ist, teilt erfordert der Zeitplan zurückzugehen, weil das Ende des letzten Tages einer Reise entlang der Seidenstraße in den Modalitäten des 21. Jahrhunderts droht. Imponierende Glasfassaden des internationalen Business begleiten unsere letzten Schritte entlang der in legendären Zeiten emsigen Seidenstraße, auf deren Routen jahrhundertelang Waren von Ost nach West transportiert wurden, um dem Dasein im alten Europa Luxus hinzuzufügen. Das alte Europa hat seine gehüteten Errungenschaften zurückgebracht und Almaty teure Überflüssigkeit beschert, die hinter Schaufensterscheiben Käufern mit dicken Geldbeuteln entgegenharren und im neuen Kasachstan dem Handel den richtigen Kick zu vermitteln verstehen.